Hallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute ist es endlich wieder soweit. Wir machen einen weiteren Dip. Und zwar heute einen Klassiker, einen weiteren Klassiker unter den Dipsoßen, nämlich Knoblauchdip. Allerdings, da ich es ja sehr gerne scharf mag, habe ich in unserem Forum ein Rezept gefunden, das den normalen, üblichen Knoblauchdip nochmal so ein bisschen aufpeppt, nämlich mit Sambal Oleg. Ansonsten braucht ihr nur Joghurt, das sind 150 Gramm, 100 Gramm Mayonnaise, dann 3 bis 5 Knoblauchzehen. Ich habe jetzt 5, wobei jetzt eine ein bisschen klein ist, also 2 kleinere. Eine Handvoll gemischter Kräuter. Gemischte Kräuter ist immer relativ. Ihr könnt dann nehmen, was ihr wollt. Ihr könnt natürlich auch Basilikum dazu nehmen und was auch immer. Ich werde jetzt nur mal Petersilie ausprobieren, einfach um so ein Grundrezept zu haben. Und eine halbe Zwiebel. Das war's eigentlich schon. Auf geht's. Das erste, was wir tun müssen, ist unsere Zwiebel und unseren Knoblauch gemeinsam mit den Kräutern klein zu hacken. Das Ganze machen wir in unserem Wunderkessel 10 Sekunden auf Stufe 8. No, das klingt super. Dann schauen wir mal. Ah, okay, da haben sich jetzt so ein paar Zwiebelstückchen hier oben noch festgesetzt. Die schiebe ich jetzt einfach runter und sind auch noch nicht alle klein. Also ich mache das jetzt einfach noch mal ein paar Sekunden, damit das auch wirklich alles klein gehäckselt ist. So, jetzt müsste es aber alles klein gemacht sein. Jawohl. Hey, da tränen mir immer die Augen hier. Wenn du so eine frische Zwiebel hier drin zerhackst, dann den Deckel auf, dann tränt das. Alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist unsere restlichen Zutaten hinzu. Nochmal 150 Gramm Naturjoghurt, 100 Gramm Mayonnaise. Die müssen wir ein bisschen rauskratzen hier. Mayonnaise kann man natürlich auch selber machen, ne? Ist klar. Das allerdings hier ist gekaufte Mayonnaise. Und dann Sambal Oleg. Mit Sambal Oleg, das ist immer so eine Sache, muss man wissen, wie viel man davon möchte. Ich werde jetzt 2 Teelöffel da reinmachen, weil ich gerade feststelle, dass ich mit dem Teelöffel gar nicht in das Glas reinkomme. Weil ich mag es gerne scharf und ich bin gespannt, wie das in der Kombination mit der Joghurt- und Knoblauchmischung ist. Ja, nicht ganz 2 Esslöffel, aber 2 Teelöffel, aber fast. Das sollte reichen. Zur Not kann man immer noch mal nachmischen. Apropos mischen, 20 Sekunden auf Stufe 4, das Ganze miteinander vermengen und dann ist es auch schon fertig. Und das war's schon. Unsere Knoblauchsoße ist fertig, brauchen noch was zum Umfüllen. Das riecht schon mal richtig gut. Sieht auch gut aus. Das ist wirklich so eine Konsistenz wie bei einer Grillsoße oder bei einem Dip das sein müsste. Kratze ich mal alles raus. Aber bevor ich jetzt hier alles rausgekratzt habe, muss ich jetzt doch einmal probieren. Das sieht schon mal gut aus alles. Aber ich probiere jetzt doch mal nochmal einen frischen Löffel. Nicht, dass ich den nehme mit dem Sambal Oleg dran. Holla die Waldfee. Nein, ist wirklich super. Also es ist scharf. Ja? Wie gesagt, mit Sambal Oleg muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich mag das total gerne. Auch mit dem Knoblauch, das passt super gut zusammen. Aber es ist natürlich schon sehr spicy. Ich stelle mir das gerade auch auch richtig gut vor, bei einem Raclette oder so. Weißt du, wenn du nur so Rinderfiletstreifen irgendwie und dann die Soße oben drauf und das Ganze dann in den Raclette-Grill oder auch für Fondue als Fondue-Soße. Schöne, feurige Fondue-Soße. Absolut großartig. Solltet ihr mal ausprobieren. Ja, natürlich klar, für den Sommer zum Grillen perfekt geeignet. Ich finde es großartig.
scharf, aber scharf. Ich bin gespannt, ob ihr auch noch Grillsoßenrezepte habt oder Dipsoßenrezepte. Dann schreibt die gerne entweder hier bei YouTube in die Kommentare oder natürlich noch besser bei uns im Wunderkesselforum. Wir freuen uns, von dir zu hören, zu lesen und zu sehen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass einen Daumen nach oben da. Abonnier den Kanal, denn hier bekommst du jede Woche die besten Tipps, Tricks und Rezepte aus dem Wunderkesselforum. Bis dahin sage ich danke, tschüss und guten Appetit. We'll be right back.